Ja, kommt 20 neue Verbindungen dazu. Ach du Scheiße, ne? Das ist ja, das, oh Gott. Das ist ja fast wie so ein, keine Ahnung, eine unendliche Geschichte oder so. Also jetzt mal ernsthaft. Sinister Lodestone, Googles of Revealing. Ja, ist klar. Guten Morgen, Dragon Sabby. Alles fresh? Ich verzweifle hier gerade ein wenig. Morgen Ja, du musst halt Schluss, gell? Du bist nachher, schlaf doch nicht. war das jetzt noch mal? Wie viel Leder habe ich noch? Eins. So, ich werde jetzt wieder nach oben gehen und wenn du irgendwie schlafen willst oder so, dann sag Bescheid. Falls irgendwie gerade dunkel draußen ist. Stört mich nicht weiter, wenn es dunkel draußen ist. Okay. Ich möchte mich auch gerade nicht so wirklich. Ja, spannend. Brutal. Ist doch Hammer. Ja, also diese Traumaturgie, mit der ich mich gerade beschäftige, das ist, oh Gott, das ist Horror. Braucht man da ein Studium zu? Ja. Okay, dann bin ich fein raus. Habe ich nicht. Ja, dafür hast du ja deinen Traumumumumumunikum, was auch immer, whatever. Was? Bitte was? Ah, tatsächlich, es ist gerade dunkel draußen. Taumonomikon. Okay. Was auch immer das ist. Das Das ist ist. das Buch, mit dem du das lernst. Da musst du ein Okay. Bücherregal craften und dann musst du den Zauberstab draufklicken, den du vorher auch noch craften musst. Und dann kannst du anfangen, den Schiss zu lernen. Okay. Mit anderen Worten nicht wetzen lassen. Ich glaub's auch. Das ist dann so ein Scheiß, um den ich mich dann kümmern darf. Damit wir dann hier teleportationieren können. Ja. Das ist echt. Das ist. Oh Gott. Ja, das Ich ist. meine, wenn man sich da echt eine Weile dran setzt und den ganzen Blödsinn macht, ist es sicherlich kein Problem. Irgendwann, weil du weißt auswendig, welches, wie heißen die Dinger jetzt nochmal? Ja, welches Aspekt aus welchen anderen Aspekten zusammengesetzt wird. Ja. Und das fängt ja an bei den einfachen Aspekten, wo du halt die normalen Elemente hast. Dann geht's weiter, mit den Level 2 Aspekten, die dann aus den Grundelementen zusammengesetzt werden und so weiter und so fort bis Stufe 7 hoch. Okay. Ja. Also du verstehst, dass ich gerade im Moment einfach nur die Schnauze voll habe von dem Scheiß. Zumal mir halt auch hart die Aspekte ausgehen. Ja, nee, das kann ich auf jeden Fall sehr gut nachvollziehen, ja, dass dir da die Hutschnur langsam platzt. Ah, noch geht's, noch geht's. Ach genau, ich wollte Gold holen. Ich brauche nämlich einen Arsch voll Gold.
um mir mein ganzes Zeug hier herzustellen. Dummerweise. Jetzt habe ich mich schon gefreut, so viel Gold gefunden. Jetzt geht es drauf für so einen Blödsinn. Ja, ist doch meistens dann immer so, ne? Ja, ich nehme jetzt mal 10 Stück mit. Das sollte vielleicht erstmal reichen. Mach das. So, ich meine ein Glas und was haben wir denn am meisten von denen? Glas, Scherben, Gold. So. Dann gehen wir mal noch ein paar Kühe töten. Oder Pferde oder irgendwas, was mir jetzt für die Flinte läuft. Nekros, Katzentropfen, Fell, kein Leder. Bin ich weit weg. So, da haben wir schon mal zwei. Tut mir leid, Panda, du bist so putzig, aber. Ach toll, die Tropfen, das Falsche. Super. Ganz umsonst gestorben, der süße kleine Panda. Ich habe einen unschuldigen, süßen Panda getötet. Das hast du ja gemacht, ja. Ja, das habe ich gemacht. Ähnlich. Ich glaube, ich sollte mir auch demnächst mal ein paar Kühe hier hinholen. Und vermehren. Wobei da hinten raus rennen genug Kühe rum. Ach komm, wir gehen mal ein bisschen Leder holen. Ein bisschen mehr, als ich brauche. So, 20 Stück Leder sollten erstmal reichen. Oh cool, die Gärten sind gewachsen. Yay! Kann man gleich mitnehmen. Schnüre! Das ist noch nicht nachgewachsen. Aber die Dorfbewohner haben hier wieder fleißig Futter rumstehen. Sehr toll, ne? Dass die das für dich anbauen, das ist echt nett von denen. Also muss man schon mal Ja, so ne? sagen. Ja. Da kannst du dich überhaupt nicht beschweren bei deinem Dorf hieß. Definitiv, definitiv. Die sind echt die coolsten. Nehmen wir auch direkt alles mit. Wenn die das nicht ernten, sind die selber schuld, wenn es einer klaut. Eben, richtig. Mu, mu. Im Haus oder was? Jetzt kommst du gleich wieder angerannt, weil ich es auf der Hand habe. Ja. So sind sie. Ups. Da ging es jetzt aber kurz runter. Da habe ich jetzt aber blöd geguckt, ne? Das ist sicher. So, Eisen, Apropos, meine Cam ist ja noch aus vom Essen.
Ja. Da kommt das Schwein ange. Jetzt rennt das Schaf hinter mir her. Jetzt wieder das Schwein. Die Kuh darf mitkommen. So, sobald man eine zweite findet, machen wir Babys. Brauchen mehr Kühe. Ob ihr wollt oder nicht. Ja. Hier wird jeder zu seinem sexuellen Glück gezwungen. So sieht's aus. Alter, was hat der? Der. Lol. Was? Ah, okay. Yay, Feuerwerk! Yay. Super, das ist super. Ja, wir haben ein paar Babys gemacht. Also du jetzt auch, oder? Die Kühe. Achso, okay. Mit meiner Hilfe. Bitte nicht verrotten, bitte nicht. Ich versuch's, aber ich glaube, das wird nix. Okay. Aber immerhin, du hast es versucht. Regnet es gerade? Ja, ne? Ja. Habe ich mich also doch nicht verhört. Oh, der hat einen Fuchs auf dem Kopf. Wahnsinn. So, mach le Baby und dann musst du leider sterben, weil ich will den Hut haben. Und dann, pass auf, habe ich den Hut schon. Alter, ist das gerade wieder am Laggen. Ja, ich hatte diesen Hut schon. Na, toll. Oh. Sie ist immerhin glücklich gestorben. Sie durfte vorher noch Liebe machen. Ja, siehste. Was gibt Schöneres? Naja, Liebe machen und danach noch weiterleben. Ach so. Beim Liebe machen instant sterben. An einem Herzkasper oder so. Das wäre doch mal was zur Abwechslung. Spannend. Brutal. Ja, Wahnsinn. Oh, wisst ihr was, Schweine? Guck mal. Om, 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 ist die Möhre lecker. Om, nom, nom. Und ihr kriegt nichts davon ab. Braucht gar nichts auf die Möhre geiern. Unmöglich, diese Frau, unmöglich. Ja, fress ich den Schwein hier einfach was vor. Ja. Was ein ekelisches Wetter draußen. Zum Glück bin ich drin. Ja, ist so kalt. Ja.